möchte einfach zum Schluss einfach meinen innigsten Dank aussprechen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Herzblut, wie viel Arbeit, Anstrengung da drin ist. Wir sind jetzt ja noch nicht durch. Wir bauen jetzt in 30 Minuten noch die ganze Halle ab, das sind wir gewohnt. Braucht ja noch ein bisschen mehr, bis die Hänger wieder draußen sind. Aber dann kommen für die einen die Rückreisen, 50 Stunden Rückreise mit Bussen. Ja. Viele hier drin sind, ich weiß nicht, 200, 300 Leute, die von irgendwo kommen, vom Ende der Welt, richtig die längsten 50 Stunden Rückfahrt wieder. Die anderen mit den Flugzeugen und, und. Also da wurde so viel Herzblut reingelegt. Es hat dem Herrn alle Ehre gemacht, würde ich sagen. Danke. Und zwar die schönste Hochzeit, die ich je erlebt habe. Natürlich allen Gästen, die gekommen sind. Etliche von euch mussten große Hürden überwinden, um überhaupt hier zu sein, weil wir wissen, wie da draußen alles läuft. Aber ein großes Lob, dass ihr gekommen seid. Jetzt seid ihr mal aus erster Hand ein bisschen informiert worden. Und ich hoffe, ihr habt gespürt, dass es nicht eine Show war. Das ist echt. So ist unser Leben. Das ist wunderbar dargestellt. Ja. Ich grüße nochmal alle an den Bildschirmen. In aller Welt, ihr seid 3 Tage mit dabei gewesen. Für uns ist das der Abschlusstag von unserer großen Jahreskonferenz. Das ist eine internationale Konferenz, machen wir immer über Weihnachten. Ich möchte auch euch nochmal sagen, die jetzt hier waren, diese 3 Tage, für mich war es die schönste Konferenz in meinem Leben. Ja. Danke, danke, danke. Und natürlich jetzt der Rückweg, allem voran den Ehepaaren. Ihr steigt schon bald ins Flugzeug. Ich sage, stürzt nicht ab. Das ist so ein Slogan bei uns. Stürzt nicht ab, das meinen wir natürlich auch. Auch wir steigen bald ins Flugzeug als Familie. So wie man im Alltag nicht abstürzen will, hier erst recht nicht. Wir wünschen euch die schönsten Flitterwochen, die man sich vorstellen kann. Wir wünschen euch allen eine Rückreise, unversehrt, ohne Panne, ohne Unfall. Wir wünschen uns, dass wir uns wiedersehen und damit schließen wir. Himmlischer Vater, wir danken dir. Du bist einfach nur wunderbar. Wir haben dich den ganzen Tag gespürt. Das ist deine Liebe, die hier aus diesem Menschen fließt. Es ist deine Gegenwart. Genauso bist du, Herr. Voller Leben, voller Freude, voller Vielfalt, voller Herrlichkeit. Und wir sagen dir heute aufs Neue, wir lieben dich und möchten keinen Atemzug ohne dich tun. Jeder Atemzug von uns ist ein Danke an dich. Jeder Herzschlag, den du uns gibst, ist eine Anbetung. Wir legen unsere Hände, unsere Füße, unser Körper, unser Geist, unsere Seele nachhaltig in deine Hände und gehen mit dir durchs Leben. Und nie wieder getrennt werden von dir. Befehlen uns jetzt unter deinen Schutz. All diese Menschen hier, die diese langen Rückreisen antreten, für den Abbau für alles bitten wir um deinen Segen und deinen Schutz, dass sie ohne Pannen, ohne Unfall nach Hause gehen, dass all dieses Wunderbare, dieser Segen, der in uns hineingelegt wurde, erhalten bleibt, dass keine Trübung hineinfällt, dass dieses Leben bleibt und immer weiter Frucht trägt, immer weiter hochwächst, bis alle verliebt sind in dich. Das wünschen wir, Herr, dass die ganze Welt sich verliebt in dich. Das hast du verdient. Du bist einfach der Größte. Danke für alles. Amen. Amen. Gut, jetzt sage ich noch, ich liebe euch, wir lieben euch. Kommt gut nach Hause, gell? Tschüss da drüben. Tschüss. Danke, danke für alles. Tschüss.